Hey Leute, herzlich willkommen zum Haflinger Remake Level 15 Chumpy Test. Und damit herzlich willkommen, wir testen jetzt, wie eben schon angekündigt, den Haflinger auf Level 15. Ich habe ihn endlich ausgelevelt und er hat jetzt mit der bestmöglichen Chumpy-Ausrüstung 25 Stärke, 22 Disziplin, 28 Geschwindigkeit, 17 Ausdauer und 26 Agilität. Wir reiten heute auf der Rennstrecke der Baroness. Nicht so der optimalste Test von der Anzahl der Gegner, aber es geht mir ja so primär auch erstmal um die Rittigkeit und ich werde auf jeden Fall noch ein, zwei weitere Chumpy-Tests machen und dann mache ich mit der Reihenfolge eurer Wunschis weiter. So, ich bin super gespannt, wie das jetzt hier klappt mit Vici. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr großen Spaß gehabt beim Leveln. Es hat echt Freude gemacht mit dem Huffy. Das heißt, es wird auch bestimmt noch ein weiterer bei mir einziehen. Das hatte ich ja schon so vom Optischen her durchklingen lassen, als ich Vici gekauft habe. Und auch jetzt, als ich so ein bisschen mir ein Bild machen konnte vom Reitgefühl, hat sich das tatsächlich eigentlich nur bestätigt. Jetzt bin ich mal noch gespannt, wie das Ganze hier im Championat funktioniert. So. Ich komme tatsächlich jetzt hier... ich bin nicht so gut dumm durchgekommen, wie ich normalerweise durchkomme. Oh mein Gott, was war das gerade für ein Glück, dass ich da doppelt springen konnte. Das war richtig krasses Glück. Okay. Ich hoffe, dass... das war jetzt natürlich schlecht. Also ich reite gerade ziemlich Banane, muss ich sagen. Also ich könnte hier viel mehr rausholen, wenn ich nicht so komplett daneben wäre. Vom Reiten her. Aber mal schauen. Jetzt haben wir hier sogar noch eine kleine Aufholjagd. Hier Huffy gegen Huffy. Ich bin sehr gespannt. Da hätte ich scheinbar nicht springen müssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dieses Chumpy noch gar nicht so extrem oft geritten. Hier hätte ich links rumreiten können. Okay. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das so massiv viel ausmacht. Da bin ich mir unsicher. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen drüber geklettert. Ah, hier kann ich durch. Okay. Siehst du, so sieht man manchmal auch schon mal Abkürzungen, weil die kannte ich tatsächlich bislang noch nicht. Die konnte ich mir jetzt hier schon mal abgucken. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ich finde es gar nicht unbedingt so schlimm, immer weiter hinten zu sein, weil manchmal sieht man dann gerade in Championaten, die man nicht so oft reitet oder noch nicht so oft geritten ist, wenn sie neu sind, sieht man da oft so ein paar Sachen, die man vorher noch nicht gesehen hat. Hier bin ich jetzt dafür sehr, sehr gut durchgekommen. Da musste die Naomi ein kleines bisschen einlenken. Hier bin ich dafür weiter rausgetragen worden. Aber alles in allem muss ich sagen, der zweite Platz mal wieder. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag den Haflinger ultra gerne. Und ein Championat, wo ich den auf jeden Fall auch noch testen möchte, ist das New Hillcrest Championat. Ich weiß noch nicht wann, aber ich denke, ich werde es wahrscheinlich diese Woche noch bringen, dass ihr da auch mal sehen könnt, wie der sich in so einem etwas schwereren Championat schlägt, wo man ein bisschen mehr lenken muss und ein bisschen um engere Kurven kommen muss. Aber wie gesagt, mein positiver Eindruck so vom Leveln, der bestätigt sich auf jeden Fall. Es macht einfach Spaß, den Huffy zu reiten. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss!